Hallo und herzlich willkommen bei Port Royal 4. Und wir sind mit einer kleinen Segeltour gestartet und haben Trinidad gefunden. Und da werden wir gleich mal Halt machen und gucken, welche wunderbaren Waren es hier gibt. Die Menschen leben echt schön, muss man ja wirklich sagen. Hier mit einem Ausblick direkt auf den Wasserfall. Echt toll. Da müssen wir mal reingehen und hier mal gucken. Und Florida Keys ist hier hinten. Ein Wasserfall, die unberührte Natur hier vorne. Schöne bunte Häuser. Ein bisschen Regen, ja, das trübt das Ganze, aber schon echt schick. Und Trinidad ist auch in einem, ja, mehr oder weniger guten Zustand. Warenversorgung ist tatsächlich relativ gut. Aber grundsätzlich sind die in einem guten Zustand. So, dann gehen wir mal hier rein und gucken mal, ob wir was vertickern können. Wir haben nämlich dabei Fleisch und das werden wir hier los. Tücher werden wir hier auch los. Sehr gut. Gucken wir, was hier produziert wird. Oh, Kleidung. Kleidung für 324. Ist okay. Ja, 37 Fässer Kleidung. Dann werden hier Möbel produziert. Sehr cool. Dann nehmen wir auch welche mit für 351. Und Hanf. Ja, Hanf hatten wir ja gesehen, das kommt nicht so gut. Das will im Prinzip keiner haben. Zucker. Oh, Zucker wird ja... Das nehmen wir gar nicht erst mit, das ist zu teuer. Holz. Können wir mal 100 Fässer mit einladen, aber ich glaube nicht, dass das so gut geht. Und... Ja, das war's für Trinidad. Und dann gehen wir mal direkt weiter zur nächsten Stadt. Beziehungsweise hoffentlich zur nächsten Stadt. Das werden wir ja jetzt erkunden. Auch da ist leider nichts in dieser wunderschönen Bucht. Schade, dass man hier keine Städte gründen kann. Dann werden wir mal dahin schippern. In den Sonnenuntergang. Ah, sehr hübsch. Wir werden in den Sonnenuntergang hineinfahren. Und auch da haben wir leider nichts. Na, das war mir schon zu viel. Dann werden wir mal diese Insel umrunden und gucken, ob wir da hinten irgendwo eine Stadt finden. Also hier kommen auf jeden Fall Schiffe lang. Hier würde ich vermuten, ja, hier ist eine Stadt. Sehr gut. Und können wir mal gucken, was wir hier vertickern können. Holz wird hier nicht so viel gebraucht. Verkaufen wir mal mit etwas Gewinn. So. Dann, was haben wir noch? Kleidung. Werden wir hier auch nicht so viel los. 535 ist okay. Dann werden wir hier hoffentlich noch ein paar Möbel los. Auch nicht so viele. Okay. Ja gut, die haben wahrscheinlich genug. Klar. Und dann werden wir hier Eisenwaren... Oh, Tabak. Tabak ist immer gut. Ich denke, Tabak wird auch immer gebraucht. 86 lasse ich mir noch gefallen. Für 86 nehme ich tatsächlich 280 Fässer mit. Gut, dann lasst uns weiter. Und wenn wir hier mal die Küste abfahren, ob hier noch eine Stadt ist. Hier wird vermutlich, ja, wird es noch ein Stückchen weiterfahren, hallo? Na, bitte, Havanna, wer hätte gedacht, dass wir Havanna erkunden können. Dann gehen wir mal zu Havanna. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich Rauchwerk brauchen. Möglicherweise nicht. Möglicherweise nicht. Aber die produzieren Kohle. Das wäre, glaube ich, etwas vermessen, jetzt hier Kohle zu kaufen. Und wir können mal gucken, ob wir hier was verkaufen. Ne, hier kriegen wir nichts verkauft. Das lassen wir gleich mal bleiben. Brauchen die Klamotten. Oh ja, 630. Sehr gut. Möbel. Auch 714. Wow. Sehr cool.
Dann haben wir jetzt noch den Tabak an Bord. Und Holz. Mal gucken, ob die hier Holz brauchen. Ein bisschen. Sagen wir verkaufen mit ein bisschen Gewinn. So. Und dann wird hier Fleisch produziert. Da ist nicht so viel auf Lager und Kohle. Ja, ich würde sagen, das passt. Dann werden wir mal weiterfahren. Und bis hier. Denn ich glaube nicht, dass hier bei der Felsküste noch Städte sind. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Aber wir werden mal langfahren und gucken. Wir gehen trotzdem noch bis nach hier. Und dann können wir von hier unten. Gehen wir nach hier. Und dann werden wir nach hier oben schwenken. Und na, bitteschön, da ist doch noch eine Stadt. Sehr schön. Dann gucken wir hier mal, ob wir hier ein paar Waren verkaufen können. Holz. Wenn wir hier alles los, immer noch ein bisschen Gewinn. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, dass wir hier Tabak verticken. Ah, auch nicht so viel. Aber 150 möchte ich schon haben. Ja, das passt. Und dann schauen wir mal, was sie die hier anbieten. Kakao. Könnten wir uns... Ah, das finde ich zu viel. Ich würde sagen, wir nehmen mal 80 Fässer mit an Kakao. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut geht. Dann Bier. Bier hatten wir auch schon mal festgestellt, wird auch nicht so viel gekauft. Dann nehmen wir hier auch mal 80 Fässer oder 90 ist auch okay mit. Ziegel habe ich mal bei 50. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das nicht so oft gekauft wird. Okay. Dann werden wir mal weiter schippern. Und das gucken wir uns natürlich auch mal an, wie wir hier langfahren. Und wir fahren mal nach da vorne. Na, das ist doch ein bisschen zu langsam. Und von da aus würde ich tatsächlich mal gerne nach Florida Keys schippern. Und gucken, dass wir hier oben noch mal ein bisschen langfahren. Ich weiß nicht, ob es hier noch Städte gibt. Und von hier aus werden wir dann diesen Teil erkunden und dann zurück. Oh, jetzt geht die Sonne auf. Ist das cool. Das gucken wir uns von hier aus doch nochmal an. In Andros in Richtung Florida. Wow, ist das hier eine hübsche Insel. Also ganz ehrlich, hier würde ich jetzt auf genau dieser Insel, in dieser Stadt, würde ich jetzt gerne leben wollen. Wie sieht es denn hier aus? 0% Seuchengefahr. Warenversorgung sieht gut aus. Es gibt hier... Okay, es gibt keine Möbel. Aber was zu futtern haben sie. Bier gibt's. Mit einem Steinchen können wir unser Haus bauen. Also ganz ehrlich, so eine traumhafte Stadt, oder? Wir haben Alkohol. Rum auch. Wow. Wir haben Alkohol, wir haben Kakao und wir haben Brot. Was will man denn mehr? Also die Stadt, das ist ja wirklich eine traumhafte Vorstellung. Also sollte ich irgendwann nochmal Port Royal Ende des Jahres spielen, wenn es offiziell rausgekommen ist, sollten wir vielleicht tatsächlich mal in so einer Stadt starten. Das macht das Ganze mit Sicherheit nochmal interessanter, weil, also ich finde es einfach schick hier. Sehr hübsch. Okay, gut. Dann werden wir jetzt mal in Florida Keys gucken, wie hier ein bisschen was vertickern können. Und die haben auch Steine. Ah, wir können hier noch was kaufen. Das lassen wir mal bleiben. Bier. Boah, die wollen unser ganzes Bier haben. Eieieiei. Sehr cool. Also wir müssen unbedingt hier diese Route erweitern. Ich glaube tatsächlich, wenn wir die Route erstmal in diesem Bereich hier erweitern, dass das echt gut sein könnte. Und wir gucken mal, was wir noch dabei haben. Rauchwerk geht tatsächlich nicht gut. Das wundert mich tatsächlich ein bisschen. Kakao. Kakao geht so halb gut. Und dann gucken wir nochmal, was hier produziert wird. Keramik. Keramik, glaube ich, kriegt man auch gut verkauft. Hoffentlich. Nehmen wir hier mal 150 Tonnen mit. Und dann werden wir von Florida Keys jetzt mit gutem Wetter mal hier oben lang schippern.
Mal gucken, ob wir hier vielleicht noch. Oh ja. Wir entdecken Moskitos. Sehr schön. Auch eine sehr hübsche Stadt hier. Bei diesem kleinen Binnensee gelegen. Sehr, sehr hübsch. Dann gehen wir hier mal rein und gucken, ob wir hier was vertickern können. Steine haben sie auf Lager, brauchen sie nicht. Dann haben wir noch ein bisschen Rauchwerk für euch. Wollen die auch nicht haben? Ich fasse es nicht. Kakao. Gibt es hier auch genug? Ah, das wird ja spannend. Okay, Keramik auch. Ja, gut. Dann gehen wir mal weiter und gucken mal, ob wir mit der Claudio, wie weit kommen wir? Ich würde sagen, wir schicken die Claudio mal direkt dahin und werden uns diesen beschwerlichen Weg mal angucken. Na, Claudio, habt ihr doch gerade gesagt, du sollst bitte einmal dahin fahren. Und das macht die Claudio auch. Und das französische Schiff kommt mit. Händler aus Port Saint-Joel. Das heißt, hier wird es irgendwo noch ein Schiff geben. Und wir gucken mal, wo der abbiegt. Na, hier gibt es eine Stadt. Hier gibt es noch eine Stadt. Claudio, stopp, stopp, hier hin. Hallo, hier. Nach Port Orange. Sehr gut. Und hier wird auch Rauchwerk produziert. Ah, herrje. Hier werden wir unseren Kram schon wieder nicht los. Ich fasse es nicht. Hier könnten wir Zucker kaufen und Bier. Hier können wir Ziegel ein paar verkaufen. Das ist schon mal gut. Ist ja schon, komm, wir werden unser Rauchwerk nicht los. Vor allen Dingen für 91 gekauft. Kakao. Werden wir hier... wir... Zumindest 5 Tonnen werden wir hier los. Oh, oh, oh. Keramik sieht auch nicht so gut aus. Ich würde sagen, wir lassen das hier mal und versuchen unser Glück mal da drüben. Und wir gehen mal auf den Leuchtturm von Port Orange und noch einen Tuck näher. So, gucken uns das hier mal an. Und das ist natürlich auch schick hier mit diesem kleinen See und diesem kleinen Land. Sehr hübsch. Aber jetzt sollten wir mal langsam hinterher. Und dann, ich bin ja sehr gespannt, ob hier noch irgendwo eine Stadt ist. Hier könnte tatsächlich, hier ist Militär. Hier wird mit Sicherheit, ja, Grand Bahama, die Bahamas. Sehr schön. Vielleicht können wir hier ein bisschen was vertickern von unserem Zeug. Steine. Ja. 6 werden wir hier los mit ein bisschen Gewinn. Rauchwaren. Boah, geht schon ein bisschen besser. Kakao. Ja. Also zumindest machen wir noch ein bisschen Gewinn. Sehr gut. Dann die Keramik. Geht hier tatsächlich überhaupt nicht. Da habe ich mich ja total verschätzt. Ganz ehrlich. Dann gehen wir mal hier an diesen Südzipfel. Und werden dann noch einmal zu dieser kleinen Insel fahren und gucken, ob hier irgendwas ist. Dann fahren wir nochmal zu der Insel. Ja, Nassau. Sehr schön. Dann fahren wir mal hier rum. Hier lang. Zu der Insel. Und dann noch ein Abstecher auf Crook Island hier rum. Und ich denke, dann können wir gucken, dass wir unsere Waren hier verkaufen. Okay, als allererstes gehen wir mal zu Nassau und schauen mal, ob wir unseren Kram hier loswerden. Ja, Steine gehen hier gut. Dann Tabak. Ja, auch nicht so viel.
Okay, zumindest 4 werden wir los. Wie sieht's mit Kakao aus? Der geht hier ganz gut, muss ich sagen. 20 Fässer werden wir hier los. Dann nochmal Keramik. Okay, Keramik wollen die Leute alle nicht so viel haben. Auch hier keine Keramik. Sehr, sehr, sehr spannend. Okay, hätte man drauf kommen können. Also die Waren gehen tatsächlich nicht so gut. Dann werden wir mal weiterfahren hier rum. Mal gucken, ob es hier noch irgendwo ein Städtchen gibt. Gibt es scheinbar nichts. Dann werden wir mal hier rüberfahren. So, weiter geht's. Das Spiel ist mir tatsächlich gerade abgestürzt. Aber das sollte hoffentlich kein Problem sein. Er hat Gott sei Dank ein Autosave gemacht. Und wir sind immer noch unterwegs auf dem Weg, mal ein bisschen langsamer, diese Insel hier zu erkunden, in der Hoffnung, dass wir hier etwas finden. Und jetzt geht hier die Sonne unter. Sehr, sehr, sehr hübsch. Cat Island, sehr schön. Da werden wir mal gucken, ob wir hier. Oh, ist das schick. Da wollen wir uns nochmal den Sonnenuntergang angucken. Sehr, sehr hübsch. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier auf Cat Island lang. Achso, falls ihr hier so ein bisschen Gepolter hört, meine Katze sitzt nebenan auf dem Tisch. Und wir werden mal gucken, dass wir hier unsere Ziegel verticken. Das passt. Und dann Tabak. Geht hier auch nicht so gut. Zumindest 35 Fässer werden wir hier los. Sehr schön. Kakao werden wir hier alles los. Keramik geht hier auch relativ gut tatsächlich. Sehr schön. Und dann können wir hier mal gucken. Baumwolle. Ah, ich weiß nicht, Baumwolle wird eigentlich auch wenig gekauft. Obst können wir nochmal mitnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen mal knapp 100 Fässer Obst nochmal mit. Und dann werden wir hier nochmal rauszoomen und nochmal hier hinfahren. Ja, Claudio, dahin bitte. Und dann werden wir über diese Insel nach Tortuga und Isabella und dann langsam wieder zurücksegeln. Und wenn wir den Kram hier los sind, dann gucken wir mal, dass wir hier oben diese Linie ein wenig erweitern. Denn ich glaube, sie macht Gewinn. Die Julia. Route. Ja, letzte Tour nicht. Aber aktuell machen wir tatsächlich Gewinn. Also das geht schon. Und wir gucken erstmal, hier haben wir jetzt. Ah, okay, ich bin beim falschen Schiff. Entschuldigt bitte. Wir wollten ja hier unten hin. Wir wollten. Wo ist sie? Da, die Claudio. Und dann werden wir jetzt mal dahin fahren. Das machen wir mal ein bisschen schneller, damit es nicht so lange dauert. Gucken, ob hier vielleicht noch was ist. Und dann hier rum nach Tortuga. So. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere Waren jetzt so allmählich loswerden. Und Obst. Oh ja, Obst werden wir hier ein bisschen was los. Sehr schön. Dann Rauchwerk geht hier auch nicht so gut. 11 Tonnen. Keramik. Ja, wird man hier schon wieder ein bisschen mehr los. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die nächste Stadt uns vor, nämlich Isabella. Da gibt es ja aktuell gar nichts. Vielleicht wollen die zumindest mal einen rauchen nebenbei. Und dann verkaufen wir hier. Ah, Obst geht hier gar nicht. Und Zigarren auch nur so semi-gut. Keramik auch nur ein paar. Okay.
Dann schippern wir mal mit der Claudio nach San Juan. Da wollen die... Moment, 60. Moment, stopp, die wollen 60. Haben wir noch 60 auf Lager? 68. Na, was für ein Zufall. Sehr cool. Ja, annehmen. Zack. Auftrag angenommen. Und dann werden wir hier direkt... Wo ist es? Unseren Kram verkaufen. Bis auf 60. Damit machen wir noch Gewinn. Zack. Perfekt. Sehr schön. Wir haben 30 mal Ruhmpunkte bekommen. Aber das sind nicht die Standard-Ruhmpunkte gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Okay, in Maracaibo ist eine Seuche. Und ja, wir haben Ruhm bekommen und dafür Ruhmpunkte, beziehungsweise ein erhalten. Sehr gut. Dann gucken wir uns gleich mal an, ob wir eine Konzession kaufen können. Aber als erstes werden wir in San Juan gucken, ob wir den Rest hier vertickern können. Bananen gehen gut. Sehr schön. Gucken wir mal, ob die Tabak haben wollen. Boah, zumindest ein bisschen kaufen sie mir ab. Und das hatten wir schon. Und dann gehen wir mit der Claudio mal weiter. Hierhin. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal direkt. Wir fahren direkt in die Hauptstadt und gucken uns das mal mit an. So, wir sind gleich da und ich hoffe, dass wir dann hier ein bisschen was zu rauchen verkaufen können. Und hier gibt es tatsächlich Rabatt auf Schiffe. Da können wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht einen kleinen Schoner kaufen. Und hier wird, oh, hier werden wir alles los. Sehr, sehr cool. Und dann werden wir hier auch unsere Keramiken los. Sehr gut. Ja, das war's. Perfekt. Wir sind alles los. Und dann gucken wir uns diese Stadt mal an. Und dann würde ich sagen, soll's das auch für diese Folge gewesen sein. Und ich bedanke mich fürs Zugucken und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.